wie man vielleicht mit schlechter Tonqualität wahrnehmen kann, geht da vorne jetzt die Ringrunde los und hinter mir wird noch brav angestellt für die vier Dixi-Klos. Und das zeigt halt einmal mehr, der Österreicher bzw. die Österreicherin ist ganz gehorsam mit Abstand beim Warten, bis ein Dixi-Klo frei wird, weil sich irgendwo auf der Runde in ein Café zu quetschen, so viel Durchhaltevermögen hat man nicht, beziehungsweise sich da irgendwo auf der Resinplatz in ein Gebüsch zu stellen, macht man natürlich auch nicht, weil man fürchtet die Obrigkeit und man ist natürlich gut erzogen und man macht natürlich nichts Unanständiges. Ich sehe schon, es wird ein fulminanter Protest gegen alles, was da kommen wird. Ich hätte mal gesagt, kann man schon mal für die WO. Nicht, dass jetzt jemand meint, ich rufe zum öffentlichen Urinieren, aber mit Müll wegschmeißen kriegen es die gut erzogenen Österreicher ja auch hin. Echt, kriege ich echt ein bisschen Axis Kotzen mit dem Drecksfuhr. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Elvis ist amused, bis wieder mein Herz. Nein, ich bin gar nicht amused, ich bin etwas mit Schlafmangel ausgesehen, weil inzwischen haben wir es 3 Uhr Nachmittag. Das heißt, ich bin seit 24 Stunden knapp auf. Und ja. Jetzt haben wir quasi 2 Stunden Zeit, damit uns der Bus nicht davor fährt. Naja, ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, wenn mir der Bus davon fährt, weil es die Schwurbler nicht schaffen, einen Zeitplan einzuschalten. Also wir werden die Ringrunde wahrscheinlich schon mitmachen und dann da ankommen, wenn wir da ankommen. Und nicht gegen die Vorbahn oder im Laufschritt. Wirklich, also, nur dass ich es mal erwähnt hätte. Aber ich stöbe jetzt aus der Sonne, weil die ist nämlich mächtig hell für einen Nachtschatten geworden. Wir stellen uns da irgendwo einmal vor. Da können wir nämlich im Vorbeiziehen eventuell einen vernünftigen Platz neben einem der LKWs gewinnen. Das sind übrigens die Dinger, die dann mit Ordnern geschützt werden, ihr wisst ja. Aber ja. Aber wie gesagt, Flaschen entsorgen, das kriegen wir hin. Dafür stehen wir ordnungsgemäß bei der Toilette. Wahrscheinlich, ja. Also auf dem Polizeibus steht bitte folgen, dann folgen wir mal brav und anständig. Wir sind nicht nur Querdenker, wir sind auch Quer. Ich als miesgelaunter und schlafloser muss gestehen, sind doch ein paar Leute zusammengekommen. Vielleicht besteht ja doch noch eine minimalistische Hoffnung. Da haben wir die Salzburger Tropfen. Vanessa Rothaarig habe ich auch schon gesehen.
Servus. 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 Bitte? Na? Oha! Auf dem Gepäckträger haben doch keinen Platz mehr gewesen. Nein, das ist nicht, aber sie wollten gar nicht. Die wollten nicht. Also ich glaube, ich sage die Mopo und die Gero, oder wie die heißt, die sind mit dem Karl, mit Klaus Schwab verbandelt. Oder auch mit Soros verbandelt, mit dem Schwab, ja, mit dem WF. Das glaube ich passt ja nicht ganz. Ja, da haben sie ja gescheite Stresse, die wollen ja schon bald Sachen anhängen, damit sie schicken. Ja, freilich. Ich sage einmal, alle wollen sie irgendwas haben. Ich kann nicht alle mit allen Sachen einverstanden sein, obwohl ich nirgends mehr mitmachen. Ja, oder? Hey, wenn sie mich noch nicht von der Straße gekriegt haben, dann kriegen sie euch auch nicht. Genau, so sicher sein. Wie viele Monate des politischen Protests wird es deiner Meinung nach dann noch dauern, bis sie ihre Bundesadlerflaggen verkehrt rumhissen, um nicht weiterhin Untertanen da sein zu verkörpern mit dem Flagge? Eins war sie sicher, länger als wie es mich noch ein Brockrecht raustragen müssen. Ich bitte folgen drauf. Okay. Finde ich super. Das müsste man schon längst wissen, normalerweise. Nur was folgen halt heißt. Folgen. Folgen mal ein bisschen, hat eigentlich früher geheißen, sei ein bisschen braver, aber. Die deutsche Sprache ist so herrlich, da kann man viel interpretieren. Es ist halt eine ganz klassische Fahnderl im Kreis angenommen. Die Polizei fährt voraus und die Truppe folgt. Jetzt im Kreis, jetzt im Ring. Ja, Entschuldigung. Ist auch ein Rundparcours letztendlich irgendwie. Ne? Ja. Und so Rundring auch nicht, ein bisschen oval. So ein bisschen zusammengetscht der Ring. Hergestellt hat sich ja nicht viel dafür gekriegt, ne? Aber der die Idee designt. Da schau, fühlen wir mal. Wir haben dann ab 300 Meter, wie viel sind's? Da fehlt ein goldener Bogen, da kommt er ja jetzt. 400 Meter, dann können wir endlich wieder die Kinder ernähren mit warmen Mahlzeiten. Der McDonald's. Jawohl. So läuft es. So halb rund drauf, dass erstmal der eine goldene Bogen sichtbar wird. Schau, da ist hinterm Baum ist noch ein größerer. Wir sind noch nicht weg, die Kinderchen zu ernähren. Mitspazieren dann sie auf dem Reiterschnitt hier, wie gesagt, Großteil zu ändern. Das sind ja alle Adipöditas. Ich bin weg.
ganz alleine, wir sind deutsche Querdenker. Aus Stuttgart. Ja, und da 10 Euro kostet, so Dosen kaufen. Und da ist das Trauerplakat, schaut, da ist das Trauerplakat von Billa in Schwarz, weil da trauern sie um einen Hausverstand, der nicht mehr verkauft wird von Billa. Oh, das ist ein schmutziges Braun. Sterblich sein, das ist auch ein nettes Plakat da. So, für die Analphabeten, da steht drauf, aufwachen, bevor es finster wird. Ich mache heute den Vorleseonkel. Elvis, hat es auch schon ein Visier? Hier! 2, 3, 4! Reporter, so schnell bin ich ja! Aber schau, da kannst du jetzt dann einfach ein Englisch-Tutorial machen. Da können dann die Leute lesen lernen, was bei uns auf der Jacke steht. Vielleicht verstehen sie es dann. Machen wir mal eine Aufnahme. Wow. Ja, wo ich nach Kiefer mal ein schönes Foto schon gemacht davon. Das Lagern auf dem Burgtheater sehr spannend. Das ist einmal eine Aktion. Ne? Also ein Anschlag verhindert grün. Ja, dann ist alles gut. Nein, aber ich habe jetzt nicht das Grün gelesen, das ist ja abgelungen. Das ist nichts. Was macht ihr da eigentlich mit euren Jacken? Ich verstehe das nicht. Was das ist ein weit verbreitetes Problem. Das ist ein weit verbreitetes Problem, haben wir heute schon festgestellt. Was, wofür steht das? Wer lesen kann, ist grundsätzlich klar. Ja, erstens ist es Englisch. Sie können kein Englisch. Oh ja, aber ich habe es versucht, wir haben es übersetzt, aber... Okay, also da oben steht, dass man Insass ist, das ist in der orangen Farbe der amerikanischen Knastanstalt. Ah. Und drunter steht Austrian, das ist dieses Land, das mit dem Schläfer, Besserungslager für Ungeimpfte und politische Aufrührer. Ja, das ist gar nicht ironisch. Ich habe schon praktisch ausgenutzt. Jeder Strich hat der Hauptsprache an und sagt, ich denke, ich bin die letzten 300 Jahre eingebrochen. Echt? Wenn man keine Masken tragen hat, zum Beispiel 30 Mal in Bussen, in Einkaufszentren, auf Demos. Aha. Also die Knastjacke, das ist nicht nur theoretisch, sondern hat schon praktischen Nutzen gehabt. Aha. Und ich habe sie dann auch schon in Knast getragen. Daraufhin hat ich gesagt, um diesen Feuer nicht weiter zu entfachen, machen wir zeitgemäße Knastkleidung. Machen das international verständlich, weil es war ja auch in Australien und in Kanada für los. Echt? Wirklich? Waren Sie woanders auch schon demonstrieren? Ja, demonstrieren war ich noch in Australien logischerweise nicht, weil wir hätten es umgeben, wir werden mal einreisen lassen. Ah, okay. Manchmal soll es helfen, wenn man erst nachdenkt und dann fragt. Du bist sowas von freundlich. Naja, die letzten 3,5 Jahre waren sehr hart für ihn. Ich bin auch nicht da, dass ich freundlich bin. Das bin ich zur Politik und das bin ich auch zu. Dafür haben wir ja die Polizei da, die ist freundlich genug. Nein, aber ich finde es eigentlich schade, wenn man die Leute, die auf derselben Seite stehen, dann angreift.
Wir folgen da heute einem Polizeiauto, wo drauf steht, bitte folgen. Alle, die da noch rennen, sind nicht auf meiner Seite, weil so erkämpft man keine Freiheit. Das ist eine Bonnie-Parade von Fahnen im Kreis drauf. Ja, aber ich habe doch die ganze Veranstaltung gehört und ich habe die Redebeiträge gehört. Wir sind natürlich da und unterstützen das, was da Leute auf der Straße sind. Ja. Aber das ist kein sozialer Ungehorsam. Höchstens von einmal oder einmal in der Woche oder pro Monat auf meiner Fahndl im Kreis fragen oder sie einmal einen zuzuhören, der irgendeinen Namen hat, hat man noch nie einen politischen Umsturz gemacht. Ja, aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber ich will sehen, was ich gemacht habe. Ja. Ich bin ins Gefängnis freiwillig reingegangen, eben weil ich viel mehr geleistet habe, weil ich mich mit Securities angelegt habe, nicht camperisch, sondern ohne dass ich keine Maske getragen habe, der mich dann halb zu Tode gewürgt hat. Der Wahnsinn. Ich will ganz kurz unterbrechen, wir haben Salzburg im Jahr 2021 das einzige Feuerwerk, das die Stadt gehabt hat, geschenkt. Das war bei 3.600 Euro Strafen verboten. Wir sind auf dem Sperrwerk da, wir haben noch nie Feuerwerk geschossen, weil es eine blöde Idee ist. Da haben wir es gemacht. Wir haben im Innenhof der Salzburger Polizeikaserne blaue Briefe im Rahmen. Dann gehe ich mir quasi mit Leid, Wanderl im Kreisport, die mir dann erklären, ich bin unfreundlich. Ja, das bin ich. Wissen Sie, wir sind so ermüdet. Ich wäre total dankbar, wenn sich jemand für mich interessiert. Ja. Ich finde, das ist das Seltenste, was es überhaupt noch gibt. Aber wir sind der ermüdet und krank. Der Kanal, der hat 2.800 Abonnenten. Unsere Videos, schauen Sie, ob das hat jetzt nichts mit meinen Schnappnummern zu tun, zwischen 25 und 300 Leitern. Also das Interesse kann nicht so groß sein. Schau, wir sind ja ermüdet und wenn man ermüdet ist nach 3,5 Jahren, wird man krankig. Und wenn es keiner uns nachgemacht hat, dann müssen wir jetzt doch gar nicht mehr laufen. Dann hätten wir das schon alles hinter uns. Dann würden die Politiker sich angescheißen vor uns kommen. Aber dadurch, dass wir es nur einmal da herumlaufen müssen, einmal im Monat ein Fahnderl im Kreis zu tragen, wird unser beider gut dünken mit angeblich Mitstreitern, die wir nicht aus Mitstreitern, das was wir gerade erklärt haben, keine sind, immer ungehaltener. Muss man aber auch verstehen. Ich bin auch monatelang ohne Maske in den Öffnen zu fahren. Also sozusagen, ich habe mich das auch... Das macht mich seit meiner Geburt, dass ich ohne Maske... Aber schau, die Masse hat es halt leider nicht. Aber in der Zeit, wo es sozusagen aufgefallen ist, habe ich das ständig gemacht. Ja, meinen Respekt haben sie dafür, aber leider die meisten da können das nicht von sich behaupten. Naja, ich gehe früher von der MFG auch, weil die waren... Wir sind heute, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, von der Seite der Busterin von Salzburg hierher gefahren. Und gestern war ein paar Stunden aufgewacht, weil ich habe das gemacht, auf einem 96. Früh beendet und bin noch beim Dienst da, wo ich herkomme. Ich habe gesagt, das ist dann 15 Uhr schon Bettenwerk. Und dann geht aber der Bus gerade zusammen mit 22.8 Meilen von der MFG. Salzburg hat 150.000 Einwohner, das ist die Landeshauptstadt. Und Lagieren am oberösterreichischen Pempeldorf, nicht bestmatiges Dorf, aber wesentlich kleiner, keine Landeshauptstadt. Es sind 36 Leute eingestiegen. Ja, okay, nein, es ist traurig, dass in Salzburg da 8 eingestiegen sind. Es ist traurig, dass wir stehen bleiben, wenn die Polizei stehen bleibt. Wenn das Widerstand ist, dann kann er mal 14 Jahre immer noch einen ausgemachten Termin mit Wanderl im Kreis. Wissen Sie, was möchte ich noch sagen? Bei meiner ersten Haftstrafe habe ich den Herrn Brunner angeschrieben, er würde mir doch ein bisschen helfen, mich von meiner Haftstrafe zu befreien und wenn er es nicht kann, mich über die MFG mit Ja. Kinder ernähren. Ja. Ist der Herr Rauch und der Herr Kogler, das ist ein Kind. 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 Das ist
wir dem nicht alleine gelassen können. Ah, früher hätten sie auch kein Kennzeichen drauf gehabt. Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen und dachten dabei, die Gedanken sind frei und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Ich hab ja das Gefühl, dieses Polizeifahrzeug hat etwas dunkle Rückleuchten. Gott sei Dank ist Wien weit weg von. Das ist ja der Schriftzug geschwärzt von Skoda und so. Die Insider wissen Bescheid. Die Gedanken sind frei, doch jetzt hab ich Bedenken. Es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen. Und schon eins, zwei, drei sind sie nicht mehr ganz so frei. Und schon eins, zwei, drei sind sie nicht mehr ganz so frei. Das ist ganz falsch, weil ein Blaulicht drauf ist. Ja. Aber wenn man sich das sagt, ja, auf diesem Augenblick, du wirst natürlich das Kennzeichen verpixeln. Aber okay. Ist unten quasi drauf auf dem Kennzeichen, dass es ein Porsche, Inter, Auto, irgendwas Kennzeichen heute ist. Bei Privatfahrzeugen, wo nichts am Rahmen oben steht.
handelt sich sehr oft um Zivilfahrzeuge, die dürfen nämlich keine Werbung machen, weil es vertraglich verboten ist. Ja, aber verpixeln werde ich trotzdem nichts. Ja, dann. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Denn ob CIA oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, ja, da werden sie sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Die Gedanken sind frei, solang sie nicht stören. Doch auf Verderb und Gedeih, weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google. Besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei.